Und was ist so die Voraussetzung? Also, empfiehlst du mir den Wirtschaftsteil von der Zeitung zu lesen? Mit was würdest du dich beschäftigen? Fang mal bei dir an. Oder? Wie findest du Sachen, die neu sind? Du bist ja Autor. Wie macht man das? Wie findet man eine gute Story? Das ist etwas anderes. Eine gute Story finde ich jetzt nicht unbedingt im Internet oder in der Tageszeitung, sondern im Gespräch mit Menschen und in der Beobachtung von Menschen und natürlich auch aus dem persönlichen Interesse. Also das finde ich spannend. Oder? Und das ist jetzt nicht etwas, wo ich, also wenn du jetzt als Nicht-Autor mich als Autor fragst, du, ich will auch Autor sein, wo hole ich die Ideen her, dann würde ich sagen, du, bleib bei deinen Aktien, weil so funktioniert es nicht. Oder? Also es gibt nicht die eine Quelle, wo die Ideen sprudeln. Aber vielleicht sagst du mir jetzt, ja, das gibt es bei den Aktien auch nicht, das weiss ich ja nicht. Ja, ich muss lachen, weil es ist genau dort, holst du die Ideen auch für die Aktien. Also wenn du die Ideen holst für deine Bücher, findest du auch Ideen für Aktien. Im Gespräch mit Leuten, dich auseinandersetzt mit der Gegenwart, mit was läuft heute, was läuft heute falsch und wo werden die Leute sicher an die Wand fahren. Damit. Okay, okay. Du kannst auch umgekehrt sagen, was vielleicht bekannter ist, sind die Sachen, die du wirklich nicht dran glaubst. Vielleicht Öl, oder? Vielleicht so eine offensichtliche Sache, also dass die Leute noch viel zu viel Öl verbrauchen und dass du dann sagst, die Aktie kaufe ich nicht. Oh, das ist eine persönliche Anschauung, weil die Aktien haben einen Wert. Und du musst davon ausgehen, dass die Leute heute der Meinung sind, die werden auch in Zukunft von weiteren erwirtschaften. Das heisst, du stehst dich gegen die Meinung. Aber auch neue Ideen, oder? Das sind genau wie du als Buchautor, oder? Die findest du eigentlich im Gespräch, oder? Indem du dich mit der Realität auseinandersetzt. Okay. Geht nicht anders. Natürlich findest du sie auch in der Presse. Aber das gehört zu. Oder? Es ist, am Schluss des Tages sind es viele Quellen, die du musst zusammenbringen musst und die dann bei dir sich in eine Idee quasi manifestieren, die für dich stimmt. Also du hast jetzt noch keine Aktienidee umgesetzt, wo du quasi selber gesagt hast, die will ich, sondern du hast die jetzt von uns genommen, weil die einen guten kombinierten Rahmen haben. Ja, weil ich natürlich aus dem Null rauskomme. Also ich habe keine Ahnung. Es hat aber viele Aktien, die bei uns einen Rang haben, der gut ist. Oder es gibt 10'000 Aktien und wir haben ein Rating, das gab von 1 bis 100. Das heisst, 1% von den Aktien hat ein Rating von 100. Das ist rein numerisch, haben 100 Aktien ein Rating von 100. Und ja, es ist haben 1 über 90. Es war nicht einfach irgendeine Willkür, sondern ich habe schon auf der Website von diesen Firmen und habe einen Eindruck gewonnen, was sie machen. Die eine, Schneider Electric, hat auch aktuelle Sachen über sich gesagt, die ich spontan sympathisch gefunden habe. Mhm. Also ich habe gemerkt, es hat schon stark mit einem selber zu tun. Zu was ist man bereit, was findet man gut, was findet man nicht gut. Ja. Zum Beispiel die Firma Volkswagen möchte ich jetzt am liebsten massiv abstrafen mit meinem Aktionärsverhalten. Das kann man auch übrigens. Nur habe ich ja nichts von denen. Nein, was du machen kannst, du könntest einen Put kaufen. Jetzt wird es interessant. Ein Weg darauf, dass es runtergeht. Also, das Spannende ist, nach dem Disney-Skandal hätte ich natürlich jetzt in dem Fall jene Puts gekauft und wäre damit auf die Nase gefallen. Weil 2017 war das Rekordjahr für diesen Konzern, was völlig unverständlich ist, weil man sich so gebaren kann und dann noch belohnt wird mit Rekordverkäufen. Das ist mir ein Rätsel. Aber jetzt in dem Fall hätte ich ja genau die falsche Entscheidung getroffen, wenn ich gesagt hätte, wer sich so aufführt, wird Misserfolg haben, darum wette ich jetzt auf den Misserfolg. Ja. Ich würde das sagen, Strafe ist ja nicht wirklich eine gute Quelle für eine Lebensphilosophie. Nie. Aber es ist eine Emotion von mir. Zeit, genau, du verbringst viel weniger Zeit, die Leute zu bestrafen, die nicht passen, als mit den Leuten zusammen zu sein, die dir passen. Oder? Also, ich glaube, mit Aktien sollte es ähnlich sein. Ja, darum sitze ich ja jetzt da zum Beispiel. Du sollst dich darauf konzentrieren, auf die Aktien, die sympathisch sind. Ja. Du hast ja nicht so viel Kapital, dass du das überhaupt einsetzen kannst, um jemanden zu strafen. Sondern es lohnt sich eigentlich jetzt auf die, die sympathisch sind. Ja. Ich mache das übrigens ganz ähnlich. Ich denke, das ist etwas, was sich massiv verändert hat gegenüber früher, gegenüber unseren Eltern. Es ist für uns wirklich möglich, so eine Aktie zu verstehen. Also, du musst dir vorstellen, vor dem Internet, bevor die Firmen eine Webseite hatten, ist es ja praktisch unmöglich gewesen, dir ein Bild zu verschaffen über so eine Firma. Wie tritt sie auf? Was macht sie überhaupt? Du kannst heute News googlen zu dieser Firma, du findest sofort raus, ist da irgendetwas, das dir nicht passt. Ja. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Und das führt dann auch dazu, dass wenn du Aktien hast, die ein gutes Rating haben jetzt bei uns, dass du aus denen doch immer noch auswählen kannst. Weil eine ganze Reihe von diesen Aktien willst du nicht. Also Volkswagen hat ein sehr gutes Rating bei uns vor einem Jahr. Oder weil sie einfach sehr günstig sind für die Größe der Firma. Mhm.